Einmal im Jahr veranstaltet der Ferdinandusorden sein Ordenshochfest und lud zur Friedensmesse in die Heidenkirche in Eisenstadt ein. Nach dem Eintreffen der Gäste und der Mitglieder des Ferdinandusordens begann das Hochfest mit dem Einzug in die Kirche. Die musikalische Begleitung übernahm das Bläserensemble der Polizeimusik Burgenland. Die Messe zelebrierte Altbischof Paul Ibe, der auch Mitglied des Ferdinandusordens ist. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden auch Mitglieder und Unterstützer des Ordens zu Rittern geschlagen. Darunter war auch Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz und wirklicher Hofrat Johannes Pinzolic. An die anwesenden befreundeten Vereine wurden gesegnete Fahnenbänder überreicht. Hier einige Ausschnitte und Ritterschlagungen. Thank you.
spielen. Sebastian, du willst nicht hinschauen. Der Thomas hat ordentlich gemischt. Du wirst jetzt reingreifen und gibst mir dann die Nummer. Okay. Dankeschön. Ups. Nö, das kann er nicht so. Ah, jetzt wird es interessant. Wir fangen normal bei 10 runter. Zum 10 an. 10, 9. 9 ist schon, aber das ist die zweite Zahl. 9 ist die zweite Zahl. Und dann gehen wir weiter. 8, 7, 6, 69. Hat wer 69? Okay. 69? 69? Bravo! Kontrolle? 69, er hat gewonnen! Achtung! Ich gratuliere! Das ist von Professor Schenk eine Spiegelung. Eine Spiegelung aus dem Ausland.